Hallo, dies wird Xeens, gehört mit der Wannabe the Boshi. Eine weitere entspannende Runde gegen Shang Tsung. Ja, natürlich. Ja. Das will gerade nicht. Sag mal! Tja, was soll man großartig sagen? Geändert hat sich nichts. Lediglich ein wenig Zeit ist vergangen. Aber ich warte nicht unbedingt mit guter Laune auf, wie man merken könnte. Es regt einfach nur noch auf. Habe ich aber auch schon mehrmals gesagt. Und spätestens an der Stelle des Kampfes. Wow! Nein! Spätestens an der Stelle des Kampfes würde ich wieder in Nöte geraten, sollte ich versuchen, irgendwelche Themen anzusprechen. Entschuldigung. Natürlich. Ja, und was ich bezüglich diesem Anhalten der Plattform sagen möchte, natürlich ist es entscheidend. Natürlich ist es wichtig. Konnte man in den Stellen, wo ich es geschafft habe, nicht vom Blut erwischt wurde, ersehen, dass es sehr wohl wichtig ist. Dass es sehr wohl Probleme bringen kann, wenn diese Plattform anhalten. Nämlich genau deswegen, wenn ich eben gerade irgendwas ausweichen möchte, indem ich auf die untere Plattform springe. Wenn jetzt da einfach die Plattformen anhalten, dann kann es eben passieren, dass die... Oh, super. Dann kann es eben passieren, dass die untere Plattform einfach noch mitten in den Stacheln ist. Ach Gott. Kann es passieren, dass die untere Plattform einfach nur in den Stacheln ist? Die Stacheln verschwinden ja nicht. Und einen kurzen Moment muss man ja immer warten. Bis man dann in das nächste Level teleportiert wird. Wenn das egal wäre, hätte ich es ja längst geschafft. Auf der unteren Plattform wäre ich ja damals gelandet. Ugh. Ja. Nein, ich wusste, dass ich nach rechts gehen muss. Die Folge heute rechtzeitig kommt, weiß ich leider nicht. Zeitlich sieht es leider wieder relativ schlecht aus damit. Hab mich eh schon drum bemüht, dass ich möglichst bald mit dem Aufnehmen anfangen kann, aber ja, es gibt halt immer noch Dinge, die man erledigen muss. Wenn das jetzt wieder den Tod gebracht hätte. Und ja... Wenn man... Ist ja gut und schön, wenn man noch irgendwo mehr Schaden reindrücken könnte. Aber ich fürchte, das geht nicht, selbst wenn ich es wüsste. Vor allem, was bringt's mir? Wie
kann höchstens an der Stelle noch probieren, ein paar Schüsse mehr reinzudrücken, aber da haben wir halt das Problem, ich muss auch ausweichen. Und das schnelle Knopfdrücken lenkt dann doch ein Stück weit ab. Vor allem die letzten paar, die werden ja anscheinend schneller, je länger sie fallen. Dann werden immer gerade die letzten, die noch außerhalb sind, die werden so extrem schnell. Das war mies. Also von mir. Und ja, es sind anscheinend wirklich nur die langen Stacheln, die wirklich wehtun. Darauf noch irgendwie zielen? Tut mir leid, das kriege ich nicht hin. Ich bin noch weggesprungen. Noch ein bisschen weniger als vorher. Ja. Wenn schon wieder so eine Wand aus Bluttropfen auf mich zukommt. Wieso muss da immer noch neben die Plattform einen Tropfen hinfliegen? Das gibt's doch nicht. Nein, dass der Ton Headshot kommt, wenn mich der Kopf trifft, ist mir nicht aufgefallen. Wenn er mal zu hören war, ich achte auf sowas ehrlich gesagt nicht. Wenn ich wieder an dem Schädel drauf gehe, dann will ich eigentlich einfach nur zurücksetzen und es wieder probieren. Ich will da gar nicht großartig warten. Merkst du ja momentan wieder bei den Mega Man Hacks, wie ewig lang sich da ein Tod zieht, bis die Projektile mal verschwunden sind, in die Mega Man zu springen. Bis man endlich wieder weitermachen kann. Das ist so nervtötend. Ich will weiterspielen und dann. Nein, ich muss erstmal warten, bis diese ganzen. Dass Mega Man endlich fertig gestorben ist. Der Game Over Bildschirm. Erstmal wieder warten, bis das Spiel soweit ist, dass man drücken darf. Ja, man möchte das Level nochmal starten. Da merke ich wieder, was ich an Mega Man nicht vermisst habe. Genau sowas. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Nein! Ich sah die Bluttropfen schon wieder. Diese zwei Bluttropfen am Rand. Ja gut, selbst wenn ich denen irgendwie ausgewichen wäre, dann hätte mich wieder der Vierbeiner erwischt. Ich habe schon mal gesagt, dass das zeitliche Abschätzen an der Stelle echt zum Kotzen ist. Das heißt, ich kann ja nicht mal abschätzen. Das ist ja das. Aber jetzt wieder das Miese, dass ich nur so dämlich mit dem Tropfen mitgefallen wäre. Ich wäre nur mitgefallen. Mit dem Doppelsprung wäre ich dann schon wieder nicht mehr auf die Plattform gekommen. Schön im Pokéball in die falsche Richtung rüber.
Seht, habt ihr das gesehen? Diese Wand aus drei Bluttropfen? Komm ich doch nicht durch. Ja, die Muster einfach mal wieder passen würden. Man könnte ja sogar mit dem Blutregen einigermaßen umgehen, aber... Ah. Ja, da gibt es halt einfach keine Beschränkung mehr. Das kann komplett irgendwie kommen. Klar doch! Lass die Bluttropfen nur noch schneller fliegen! Was natürlich noch schöner ist, ich muss mir bitte definitiv noch eine Folge antun. Ja klar, vorher hat es nicht mehr gegolten. Jetzt auf einmal macht das Ding den Rückzieher und es gilt immer noch. Klar, danke für die Fairness, Spiel. Vielen Dank. Ja, normalerweise hätte ich das übersetzt, hat jetzt aber gerade keinen Bock drauf. Ja klar doch, ich bin eigentlich zwischen den Tropfen durch. Aber nein, Ruckler tot. Schadenspunkte zu wenig. Ich habe schon gesehen, dass da wieder eine ganze Menge über den Bildschirmrand hinausgeflogen ist. Da war ich dann bloß noch am Überlegen. Mach ich was? Mach ich nichts? An der Stelle könnte ich vielleicht versuchen, noch früher zu ballern, aber... Die Bewegung von diesem Ding ist halt teilweise echt... Sagen, im Nachhinein zu sagen, ja da und da hätte man ja so und so ausweichen können, ist immer gut und schön, aber wenn man es einfach vorher nicht weiß. Zwischen den Stacheln platzieren kann. Ach, der fliegt aber auch immer gleich, der mich an der Stelle erwischt. Immer dieselbe Flugbahn. Vorne weiche ich dem garantiert nicht aus.
Da, jetzt hat er ihn vorher zurückgeholt. Zwischendrin ist er dann. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Über alles kann ich nicht drüber springen. Ich sah schon die niedrigen Fliegen und wusste, die erwischen mich. Weil ich jetzt mal von außen betrachtet, mal wahrscheinlich fast immer exakt dasselbe. War vielleicht teilweise unterbewusst, aber ich schätze mal, dass ich mich sehr oft auf exakt dieselbe Weise bewege. Ich finde da keine Worte mehr dafür. Der haut das Blut einfach dann nach vorne und ich bin tot. Blöd ist halt, er schießt nicht immer direkt nach vorne. Er schießt halt nicht immer gerade nach vorne. Den kann ich nicht provisorisch ausweichen. Dann hüpfe ich einfach über die nächst höher fliegenden. Ich fliege in die rein, meine ich. Bin ja gerade nicht sicher, was ich wieder gesagt habe. Konzentration ist wieder komplett im Eimer. Dann sind es die Stacheln wieder. Dann sind es die Stacheln wieder. Sechs Lebenspunkte. Die hätte ich mir jetzt noch abziehen können. Kurz vor der nächsten Blutattacke. Aber hey, was soll's. Haben ja nur mal wieder einen möglichen Sieg verschwendet. Als ob das nicht mittlerweile oft genug passiert wäre. Das gibt's doch nicht.
dass ich da jedes Mal zu langsam bin. Ja, da kam jetzt gar kein Schaden rüber. Und trotzdem stand ich jetzt gerade vor ihm hier, während er mehr Schaden hatte als manche anderen Versuchen. Paradox. Jetzt dachte ich, ich könnte oben drüber. Nein, da kommt noch einer. Wie können denn zwei nacheinander in derselben Flugbahn fliegen? Wie geht denn das? Das ginge doch nur, wenn... Nee. Kann ich weiter drüber nachdenken. Bringt ja sowieso nichts, drüber nachzudenken, wenn ich in dem Spiel wieder irgendwas erwischt. Berechnen kann ich es eh nicht. Sehen tue ich es nicht. Und wieder passiert, muss ich es einfach hinnehmen. Wieder kam da einer am Rand. Immer diese Blutstropfen, die mich davon abhalten, an der Seite runterzufallen. Das war schlecht. Das kann ich mal mehr so sehr. Aber die Plattform ist so ziemlich komplett blockiert. Von der linken Seite. Wieder mal ein miserabler Anfang. Ups, hier stehen wir gerade auch miserabel da. Was sollte ich da machen? Gut, ja, ist der An... Ja, aus der Anfangsphase könnte ich vielleicht noch mehr rausholen. Kriege ich aber irgendwie nicht hin. Dann gehe ich bloß drauf. Ich höre da kein Headshot. Wie perfekt das Ding wieder abfängt. Das wird miserabel, ja, habe ich schon gesehen.
ich ihn an einer Stelle nicht mehr richtig erwischt habe. Es gibt schon, wird schon noch eine Menge blutregen Fiasko geben. Werden schon noch einige Folgen. Gerax, der Skelettkönig, ist der Kampf für alle Mal. Sogar mit den ganzen Problemen. Gut, muss dazu sagen, der Skelettkönig war auch die... Ja, danke! Fliegt so ein Klotz an. Ich weiß, dass ich ständig wieder neue Wörter daherbringe, um es damit zu vergleichen. Gerade war, habe ich schon wieder vergessen. Deswegen sage ich ja, ich kann während diesem Kampf so gern ich auch würde, ich könnte nicht über irgendwelche Themen reden. Spätestens beim Blutregen ist meine Konzentration komplett im Eimer. Und ich bin aus dem jeweiligen Thema draußen. Ja, ist schon klar, dass mich dann immer wieder in die Blutstropfen reindrückt, die Plattform. Selbst wenn ich meine, ich wäre ausgewichen, drückt mich die Plattform immer noch wieder ein Stück nach oben, dann kann es trotzdem wieder sein, dass ich drauf gehe. War wieder mal Glück. Ich kann nicht über alles drüber springen. Ja, wenn ich mich nicht verzahnt habe, sind 3 Minuten die Folge wieder zu Ende und dann, ja, werde ich wieder eine Folge ohne Erfolg hochladen. Ach, ungefähr 10 Lebenspunkte weniger als sonst. Und dann passiert wieder sowas. Da komme ich wieder nicht auf die Plattform zurück. Und wieder fliegen sie so dämlich. Was soll ich denn da machen? Die untere Plattform ist zu dem Zeitpunkt nicht wieder da. War die Plattform tatsächlich zu langsam? Der Blutstropfen. Soll ich das nochmal hinkriegen? Den Blutstropfen von oben treffen. Konnte ich natürlich nicht durchspringen, weil die ja schief geflogen sind. Wie alle dieser Tropfen.
Hätte mich der eine nicht getroffen, hätte der danach getan. Weil da wieder so einer am Rand geflogen ist. Der hat mich dann einfach wieder, während ich nach unten falle, erwischt. Werden können. Ich flog wieder etwas komisch. Ja. Wieder eine Folge um, wieder kein Erfolg. Ja gut, einmal fast getötet, aber fast heißt halt nicht. Ja, und sie ist dann bei der nächsten Folge wieder bei Wannabe the Boshi. Ich bin Xi, bis dann Leute, ciao.